Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Als das atomare Feuer die Erde verschlang, überlebten nur jene, die sich in große unterirdische Vaults gerettet hatten. Als diese sich wieder öffneten, zogen die Bewohner in die Ruinen der alten Welt, um neue Gesellschaften zu bauen, Dörfer zu gründen und Stämme zu bilden. Im Laufe der Jahrzehnte vereinte sich das, was einst der amerikanische Südwesten war. Unter der Flagge der Republik Neukalifornien, die sich der Werte Demokratie und Gesetzestreue aus der alten Welt verpflichtete. Mit der Republik wuchsen auch ihre Bedürfnisse. Späher zogen ostwärts, um in der gnadenlosen Weite der Mojave-Wüste nach Land und Reichtum zu suchen. Bei ihrer Rückkehr berichteten sie von einer Stadt, die vom Brand der Sprengköpfe unberührt geblieben war, und von einer großen Mauer am Colorado. Die RNK mobilisierte ihre Armee und schickte sie nach Osten, um den Hoover-Staudamm zu besetzen und wieder funktionsfähig zu machen. Aber auf der anderen Seite des Colorado war eine andere Gesellschaft unter einem anderen Feldzeichen aufgestiegen. Caesar's Legion. Eine riesige Armee aus Sklaven, die durch Eroberung von 86 Stämmen entstanden war. Seit 4 Jahren hält die Republik den Damm, gerade so gegen die Anstürme der Legion. Und die Legion zieht sich nicht zurück. Auf der anderen Seite des Flusses sammelt sie Kraft. Lagerfeuer brennen, Kampftrommeln werden geschlagen. Während all der Zeit blieb der Strip von New Vegas für Geschäfte geöffnet, kontrolliert von seinem geheimnisvollen Aufseher Mr. House und seiner Armee aus rehabilitierten Stammesangehörigen und Polizeirobotern. Sie sind ein Kurier, der im Auftrag des Mojave Express ein Paket zum Strip von New Vegas liefern soll. Doch die einfache Zustellung nahm eine unerwartete Wendung. Du hast, was du wolltest. Also her mit der Kohle. Jetzt heul hier nicht rum, Kumpel. Ratet mal, wer hier drüben aufwacht. Es ist Zahltag. Mann, hast du's bald? Vielleicht nieten die Kahne ja Leute um, ohne ihnen ins Gesicht zu sehen. Aber ich bin kein so ein linker Hund. Klar? Das war deine letzte Lieferung. Tut mir leid, dass du da reingezogen worden bist. Für dich sieht das sicher wie eine ausgewachsene Pechsträhne aus. In Wahrheit war es von Anfang an ein abgekartetes Spiel. Sie sind wach. Na sowas. Hey, immer mit der Ruhe. Sie waren für einige Tage außer Gefecht. Warum entspannen Sie nicht erstmal? Orientieren Sie sich. Mal sehen, wie groß der Schaden ist. Was ist mit Ihrem Namen? Können Sie mir Ihren Namen sagen? Den Namen sagen, den Namen unseres neuen Helden, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Let's Play Fallout New Vegas. Und auf das Fallout New Vegas besser läuft als der Vorgänger Fallout 3, den hatten wir ja gezockt gehabt bis Folge 48 oder sowas, mussten wir dann leider einstellen, weil, naja, ihr wisst ja, Windows 8 und Windows 7 und Fallout, das ist nicht so eine Sache, beziehungsweise Fallout hat auch bei Windows XP ja schon Probleme auf dem PC gemacht und auch auf der Konsole schmiert es immer ab und so weiter und so fort. Kennt ihr ja, brauche ich euch ja nicht erzählen. So, wir spielen jetzt Fallout New Vegas, ein Spiel von Bethesda Softworks gepublished und von Obsidian Entertainment entwickelt, also ganz anders als bei Fallout 3. Und wir brauchen jetzt einen Namen der Figur und unseren Hauptcharakter, ich weiß nicht, ich hatte den bei Fallout 3, den glaube ich einfach Turbinator genannt, und ich glaube, wir bleiben dieser Tradition einfach mal treu und nennen den auch hier genau so. Wir könnten ihn auch Let's Play nennen, aber das wäre irgendwie strange. Deshalb nennen wir ihn so, das passt. Nicht unbedingt das, was ich für Sie ausgewählt hätte, aber wenn das Ihr Name ist, dann ist das Ihr Name. Ich bin Doug Mitchell.
Willkommen in Good Springs. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber ich musste ein wenig in Ihrem Schädel wühlen, um das ganze Blei rauszuholen. Ich bin ganz stolz auf meinen Umgang mit der Nadel, aber Sie sollten mir lieber sagen, wenn etwas nicht an der richtigen Stelle ist. Wie habe ich es gemacht? So, hier ist die Rob Co. Ist das Rob CO? Das ist unser Reflektron, hier, wo wir unseren Charakter noch ein bisschen bearbeiten können. Wir bleiben natürlich beim Männlichen. Und die Rasse ist afroamerikanisch, asiatisch, latino oder weiß. Ich weiß es gar nicht. Machen wir einfach weiß. Ich glaube, das passt. So, dann Gesicht vorgefertigt. Ich glaube, wir nehmen einfach irgend so ein vorgefertigtes Gesicht. Weil es ist ja meistens Tradition, dass man seinen Charakter sowieso nicht sieht. Ne, ist ja eigentlich so. Da braucht man ja nicht irgendwie groß aufs Gesicht anpassen. Dann haben wir hier Form, Kiefer, Kinn, ja, Ton, ja, Olaf-Ton, nee. Augenfarbe kann man natürlich noch festlegen. Einfach mal dunkelbraun, keine Ahnung. Und kann man denn hier nicht auch den Bart noch einstellen? Ging das? Das ging auf jeden Fall, bei Fallout 3 ging das. Hier aber, ach da, das kommt bei Haaren gleich, okay. Gut, machen wir weiter. Hier können wir die Frisur noch einstellen, das ist gut. Also vielleicht machen wir einfach so ein Wildling. Hier so ein Struwwelpeter. Überkämmfrisur. Sieht ein bisschen scheiße aus. Halbglatze, Ödländer. Ein Pampador. Tunnelschlange. Ach, das waren die Dinger aus Fallout 3. Die gab es da ja auch. Diese Tunnelschlangengruppierung. Bürstenschnitt. Zottel. Gott, sieht das für Alter. Oh ja, das sieht auch irgendwie ganz cool aus. Ein Punk? Ne, das sieht scheiße aus. Nein. Ein Kriegsfalke. Ne, ich fand eigentlich das hier ziemlich nice. Nein. Ich muss die Mausschnelligkeit mal ein bisschen runterdrehen. So. Das ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, das nehmen wir. So, die Haarfarbe. Weiß nicht, blond wäre ja irgendwie ganz lustig. Hier sowas vielleicht. Lassen wir mal so. Und dann die Gesichtsbehaarung. Ja, das sieht ja total scheiße aus. Was hat der denn bitte für ein Kinn? Alter. Sieht voll bescheuert aus. Ein Metzger. Spitzbart. Geil. Mannesbild. Ein harter Bursche. Kinnflaum. Ein Trucker. Rennstreifen, Reifenspur. Was die für einen Namen haben, diese Bärte, ist echt geil. Ja, es ist wunderschön. Boah, ist die cool. Todesbiker. Geil. Reibeisen, okay. Reibeisen. Alter, Tobi, kannst du nicht reden? Tobi, kannst du nicht reden? Oh, ein alter Samurai. Nee, ich fand den Vollbart, den wir ganz am Anfang hatten, eigentlich schon am coolsten. Hier sowas. Da sieht man wenigstens das bescheuerte Kinn nicht, weil das sieht echt kacke aus. So, fertig. Jau. Naja, die meisten Dinge stimmen ja. Die wichtigsten Dinge. Gut. Es bringt nichts mehr, sie im Bett zu lassen. Mal sehen, ob sie aufstehen kann. Gut. Warum gehen sie nicht ans andere Ende des Zimmers? Zum Vitalitätstester da drüben. Immer schön langsam. Das ist kein Rennen. Naja, das stimmt. Das ist kein Rennen. Aber wir laufen irgendwie sieht so schnell, ganz ne? Gut aus. Gehen Sie rüber und probieren Sie den Vitalitätstester aus. So merken wir schnell, ob Sie wieder alle Fähigkeiten beisammen haben. Wir sollen den Vit-O-Matic Vitalitätstester benutzen, aber bevor wir das machen, gehe ich mal gerade in die Optionen, die Anzeige und mach mal gerade die allgemeinen Untertitel ein. So. Und wir aktivieren den Vitalitätstest. So, auch das kennen wir ja noch von Fallout 3, da gab es das auch, da haben wir es halt als Baby gemacht. Jetzt machen wir es hier als erwachsener Mensch, ich weiß es nur nicht. Ah, hier können wir unsere Stärke festlegen. Okay, was haben wir hier? Wir sind im Moment noch eine nasse Nudel. Stärke sagt aus, wie einfach ein Cowboy seinen Sattel und große Schusswaffen tragen kann oder wie hilfreich er in einer Kneipenschlägerei ist. Beeinflusst Nahkampf, Waffenlos, Gewicht, Inventarschaden, Waffeneffektivität.
Jo, also eine nasse Nudel will ich in Sachen Waffe jetzt nicht sein. Vielleicht sind wir ein Otto-Normalverbraucher. Sowas dazwischen irgendwie. Haben wir nur 5 Punkte zu verteilen? Gut, dann sind wir vielleicht doch erstmal nur in Wonneproppen. Ich glaube, das ist gescheiter. So, hier haben wir die Wahrnehmung. Aufmerksamer Aal, argloser Aal. Huch. So, die Wahrnehmung. Passt ihren Wert an. Ganz ohne Mogeln. Ein aufmerksamer Cowboy weiß immer, ob eine brennende Stange Dynamit in der Nähe ist oder sich ein Schurke anschleicht. Beeinflusst Sprengstoff, Dietrich, Energiewaffen, Präzision, Kompass, Reichweite. Ich lasse das mal auf 5. Wir sind jetzt also ein aufmerksamer Aal. So, hier haben wir noch die Ausdauer, Waffenlos, Gesundheit, Resistenz, Überleben. Das ist wichtig und deshalb sind wir hier. Einen guten Cowboy hält nichts auf, nicht wenn er Ausdauer hat. Und einen mächtigen Revolver im Halfter. Wir sind hier mal beinhart. Aber sowas von. Charisma. Sie werden feststellen, dass ein paar Cowboys mit einer Engelsstimme und einem Talent fürs Süßholzraspeln gibt. Ach ja. Beeinflusst Veilchen, Sprache, Begleiter, Nervenstärke. Nervenstärke. Ich mach mal auf weiter, mal gucken, was da noch kommt. Intelligenz, ein cleverer Cowboy kann so gut wie alles. Vom Aussaugen ihres giftigen Schlangenbisses bis zum Reparieren ihrer gebrochenen Wagenachse. Beeinflusst Wissenschaft, Reparieren, Fähigkeitspunkte und Medizin. Ja, das machen wir auf jeden Fall auf Besserwisser. Und knapp unter Stein finde ich ja gut. Naja, nicht wundern, das war gerade mein Hühnchen, das gegackert hat. Ne, das war bei Heyday gerade. Ich muss mal gerade den Ton von meinem Handy leiser machen, warte. So. Sehr atmosphärisch auf jeden Fall. So, wenn ja noch die bewegt. Kommt danach noch was? Glück. Und das war's. Okay. Okay, das könnte man auch da machen, aber hier ist irgendwie cooler. So, die Beweglichkeit. Wenn jemand in einem Duell 6-mal auf seinen Gegner schießen kann, bevor dieser auch nur zieht, liegt das daran, dass dieser jemand sehr beweglich ist. Beeinflusst Schusswaffen, Schleichen, Geschwindigkeit, Aktionspunkte, Regeneration. Alter. Ich hab den Ton aus und es kommt trotzdem noch Ton. Willst du mich verarschen? Ist ja unglaublich. Ich leg das jetzt mal ein bisschen weiter weg. Kann nicht wahr sein. So, Beweglichkeit. Das hatten wir ja gerade. Schusswaffen, Schleichen, Geschwindigkeit, Aktionspunkte, Regeneration. Können wir nochmal einen draufsetzen? Was haben wir hier noch? Glück? Manche Leute behaupten, dass sie nicht an Glück glauben. Wenn sie dann aber in einem Duell verlieren, schimpfen sie stets darüber, dass ihr Gegner nur Glück hatte. Stimmt, das ist im Fußball auch ganz oft so. Naja. Beeinflusst alle Fähigkeiten, kritische Treffer und gegnerische Patzer. Ja, machen wir auch mal einen hoch und dann können wir vielleicht noch... Warte mal, das hätten wir auch jetzt vorne machen können. Hier so. Ich habe Stärke nur auf 3. Ne, warte, dann machen wir das hier runter. So. Dann ist das ein bisschen, ne? Ein bisschen verteilter. Und damit haben wir es dann auch eigentlich schon. Gut. Wir sind fertig. Könnt ihr bitte gehen? Ah. Hallöchen, ja, Doktor. Das ist ein recht normales Ergebnis. Aber nach dem, was Sie durchgemacht haben, sind das gute Neuigkeiten. Nun, wir wissen, dass Ihre Lebenszeichen gut sind. Trotzdem könnten die Kugeln aus Ihrem Gehirn einen Haufen Großhorn-Dung gemacht haben. Wie wäre es, wenn Sie sich auf die Couch setzen und ein paar Fragen mit mir durchgehen, um zu sehen, ob Ihre Hunde noch richtig bellen? Um zu sehen, ob Ihre Hunde noch richtig bellen. Okay, wir sind ja sogar jetzt beim Psychiater. Oh, wir sind wunderschön mit der Unterhose. Hallöchen. In Ordnung. Ich werde ein Wort sagen. Sie antworten mit der ersten Sache, die Ihnen dazu einfällt. Okay, das mag ich. Und? Dennis. Gibt's nicht? Verdammt. Warte, dann füttern. Haus. Mädchen. Nee, warte. Einbrechen, renovieren. Einbrechen, renovieren, Ziel, Investition, zerstören. Zuflucht. Nacht. Schlaf schön? Nee, keine Ahnung. Warte. Schlafen. Bandit. Bandit. Bandit, Bandit, Bandit. Nicht wundern, ist das Telefon im Hintergrund. Schweizer Käse. Licht. Dunkel. Mutter. Fett. Nee, warte. Wutanfall. Gut. Jetzt habe ich ein paar Aussagen. B.
Bitte sagen Sie mir, wie sehr das nach etwas klingt, das Sie sagen würden. Die erste. Konflikte entsprechen einfach nicht meinem Wesen. Trifft zu. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Trifft sehr stark zu. Ich verlasse mich nicht gern auf die Unterstützung anderer. Du hast dich gerade wiederholt, lieber Mitchell. Vielleicht sollten wir mal die Plätze tauschen. Trifft immer noch zu. Ich freunde mich nur langsam mit neuen Ideen an. Trifft zu? Ich gehe meine Probleme immer frontal und direkt an. Trifft zu. Wir haben es fast geschafft. Was sagen Sie, wenn Sie sich das hier anschauen? Sagen Sie, was Sie sehen. Ein ziemlich hässliches Bild, was bestimmt im Kindergarten entstanden ist. Nee, warte mal. Eine nasse Wunde, eine zweiköpfige Ameise, ja, theoretisch gesehen schon. Ein Schatten in einem Türrahmen. Chemische Reaktion, eine zerbrochene Kette. Ich würde jetzt sagen, eine nasse Wunde. Gut, was ist damit? Gynäkologe. Nee, warte, ich sehe ein kostbares Kunstwerk. Das was Technisches aus dem Raumzeitalter. Ein Schiff auf dem Meer. Ja, mit viel Fantasie schon. Es ist mir zu peinlich zu sagen, wonach das aussieht. Ja, so ist es. Und das Letzte. Das sind zwei Bären. Ein Licht in der Dunkelheit. Ein bärtiger Mann. Ein Kopf auf einem Kissen. Nee, für mich sieht das aus wie zwei Bären, die high-pfeifen. Irgendwo am Canyon oder so. Ein bärtiger Mann, den sehe ich jetzt irgendwie gar nicht. Ein Atompilz. Ja. Mehr hat sie nicht geschrieben. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Also werfen Sie besser selbst einen Blick auf die Ergebnisse. Schauen Sie, ob alles richtig aussieht. Fähigkeiten gewählt. So, Medizin haben wir ein bisschen höher gemacht. Sprache, Sprengstoff. Ja, ich glaube, das ist okay. So vom groben Gucken her ist das wirklich in Ordnung. Sprache ist okay. Sprengstoff ist mir ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Ich möchte gerne Dietriche haben. Medizin ist okay, Dietrich ist okay. Was ist ein Überleben? Die Fertigkeit Überleben erhöht die Trefferpunkte, die sie durch Essen und Trinken erhalten. Außerdem ermöglicht sie die Herstellung von Verbrauchsgegenständen an Lagerfeuern. Ha. Ja, bestimmt, wie stark sie jemanden durch einen Dialog beeinflussen und sich Zugang zu Informationen verschaffen können. Bevor ich Sie gehen Scheiße. Lasse, brauche ich noch eine Sache von Ihnen. Na, es war okay. Füllen Sie dieses Formular aus, damit ich ein Gefühl für Ihre Krankengeschichte bekomme. What? Nur eine Formalität. Ich glaube ja nicht, dass Kopfschüsse in Ihrer Familie eine Erbkrankheit sind. Och du, kann schon mal passieren. So, wir haben zwei Eigenschaften übrig. Was haben wir hier? Brillenschlange. Während Sie eine Brille tragen, haben Sie +1 Wahrnehmung. Ohne Brille haben Sie -2 Wahrnehmung. Also das ist eine Negativfähigkeit. Wenn wir keine Brille haben, dann haben wir irgendwie ein Minus und das ist immer blöd. So, gutmütig. Sie sind von Natur aus gutmütig und lösen Probleme lieber mit Krebs als mit Gewalt. Sie erhalten +5 Pfeilchen in Medizin, reparieren Wissenschaft und Sprache, haben aber -5 auf Energiewaffen. Okay, das scheint neu zu sein, dass man jetzt was plus in der Eigenschaft kriegt, aber gleichzeitig irgendwie Minus. Das ist scheinbar neu jetzt hier bei Fallout New Vegas. Sie haben 10 Aktionspunkte mehr, aber durch ihr tollkühnes Wesen erleiden sie 15% mehr Schaden durch Angriffe, ist die Kamikaze. Masse statt Klasse, der Schaden ihrer Nahkampfangriffe und unbewaffneten Angriffe ist erhöht, jedoch fügen kritische Treffer weniger Schaden zu. Masse statt Klasse. Nichts ist für die Ewigkeit. Der Flammenwerfer, der doppelt so hell brennt, brennt nur halb so lang. +3% zur Chance auf kritische Treffer, jedoch nimmt der Zustand der Ausrüstung 25% schneller ab. Der ruhige Finger, sie feuern Schuss und Energiewaffen langsamer, aber genauer ab. Schnellschuss, sie feuern Schuss und Energiewaffen schneller, aber weniger genau ab. Verschleuderer, sie können Waffen und Splittergranaten bis zur Wurfspeere schneller werfen, Alter. Allerdings leidet die Zielgenauigkeit darunter. Wildes Ödland, vereint die bizarrsten und albernsten Elemente des postnuklearen Amerika. Nicht empfohlen für schwache oder humorlose Gemüter. Wo ist da jetzt genau die Eigenschaft? Naja. Zarter Wuchs, das habe ich zwischen den Beinen. Was? Aufgrund ihrer geringen Körpergröße haben sie +1 Bewegung, aber ihre Körperteile werden schneller verkrüppelt. Ich glaube, wir nehmen einmal das hier. Und vielleicht
das hier. Wir kriegen zwar minus N auf Energiewaffen, aber wir bekommen 5 auf Feilchen, Medizin und Reparieren. Wissenschaft und Sprache. Ich glaube, so machen wir's. Jupp. In Ordnung. Das sollte reichen. Kommen Sie mit. Ich bringe Sie nach draußen. Wie, wir sind schon fertig? Darf ich auch hier sitzen bleiben? Ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl. Hast du vielleicht eine Xbox und einen Flatscreen? Nicht? Naja, okay. Dann stehen wir mal auf. Können wir hier vielleicht irgendwas mitnehmen? Irgendwas mitgehen lassen? Irgendwie Bücher oder... Naja, ich weiß ja nicht. Ein bisschen Katzenfutter. Oder... Irgendwas mit Kartoffelbrei. Hat er hier nicht irgendwas? Oh, oh, oh. Von wegen. Von wegen. Guck dir das mal an. Ich fühle mich jetzt auch nur dezent schlecht. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn wir das mitnehmen können. Warum nicht? Hat er vielleicht noch mehr? Ist schon ein bisschen asozial, den Typen zu beklauen, ne? Ich meine, immerhin hat er uns ja den Arsch gerettet, aber wenn er nichts dagegen hat, dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Ist absolut kein Problem. Hier, bei Fallout 3 hängen doch hier immer so... Ne, Putzmittel muss jetzt nicht unbedingt sein, da wird man nicht satt von. Da kriegt man immer so ein komisches Magengrummeln. Auch nur Putzmittel-Kühlschrank, hey! Ja, geil. Richtig geil. Hefe! So, ich würde sagen, wir folgen jetzt mal dem Doktor, bevor der noch unruhig wird. Haben wir hier alles? Leer, 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 ja. Ja, so ist gut. Das ist geil. Richtig geil. So, Doc. Hier, das gehört Ihnen. Das war alles, was Sie bei Ihrer Einlieferung dabei hatten. Habe mir erlaubt, einen Blick auf die Notiz zu werfen. Hätte ja Hinweise auf Angehörige geben können. Da stand aber nur was von einem Platin-Chip. Wenn Sie wieder nach draußen gehen, sollten Sie das hier haben. Man nennt es einen Pip-Boy. Ich wuchs in einer dieser Walls auf, die sie vor dem Krieg bauten. Wir bekamen alle so einen. Mir nutzt er jetzt nicht mehr viel. Aber nach allem, was Sie durchgemacht haben, möchten Sie ihn vielleicht. Ich kenne das Gefühl von Verlusten. Und ziehen Sie das hier an, damit die Leute Sie nicht wegen mangelnder Sittsamkeit aufs Korn nehmen. War sowieso nie ganz mein Stil. Danke, dass Sie mich zusammengeflickt haben, Doc. Sie hätten mein Zeug nicht durchsuchen sollen. Und was mache ich jetzt? Bevor Sie die Stadt verlassen, sollten Sie mit Sunny Smiles reden. Sie kann Ihnen beibringen, wie man die Wüste meistert. Sie ist sicher im Saloon. Einige andere Leute im Saloon können Ihnen vielleicht auch helfen. Und der Metallbursche Victor, der Sie aus dem Grab gezogen hat. Sollten Sie da draußen verletzt werden, dann kommen Sie einfach zurück. Ich werde Sie wieder in Form bringen. Aber versuchen Sie nicht, noch einmal getötet zu werden. Na, gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Hobbys. So, was haben wir denn hier? Eine Information. Der Hardcore-Modus. Klingt im ersten Moment schon ziemlich geil. Naja. Fallout New Vegas kann auch im neuen Hardcore-Modus gespielt werden, der eine sehr viel größere Herausforderung darstellt. In diesem Modus setzt die Wirkung von Stimpaks erst nach und nach ein und man kann damit keine verkrüppelten Körperteile heilen. Redaway entfernt Reds auch nur erst nach und nach. Munition hat ein Gewicht und die Dehydration ist eine ständige Bedrohung. Dieser Modus wird nur erfahrenen Spielern empfohlen. Der Hardcore-Modus kann jederzeit im Gameplay-Menü an- oder ausgeschaltet werden. Wenn er jetzt aktiviert wird und bis zum Ende der Hauptgeschichte aktiviert bleibt, dann erhalten Sie eine zusätzliche Belohnung. Möchten Sie den Hardcore-Modus aktivieren? Nein. Machen wir nicht. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu krass und wir haben die erste Mission abgeschlossen. Gehirnerschütterung für Anfänger. Und wir verlassen das Gebäude. Und stehen jetzt das erste Mal in der Mojave-Wüste. Entdeckung Good Springs. Aufgabe hinzugefügt, da sind sie lang. So, und da befinden wir uns auch schon in der Welt von Fallout New Vegas, zu dem ich euch nochmal herzlich willkommen heiße. Einfach... Nochmal so als Information hinterhergelegt, wir spielen jetzt Fallout New Vegas und nicht mehr Fallout 3, weil Fallout 3 einfach technisch eine Katastrophe ist. Und deshalb gibt es ab sofort Fallout... Ja, erstens weiß ich, was das ist und zweitens, würdest du das bitte lassen? Würdest du bitte, also ich, schließen. So, ja, ja, ja. So,
Ja, Fallout New Vegas, wie gesagt, gibt's ab sofort alle 2 Tage, beziehungsweise die ersten 2 Folgen kommen täglich. Und über die Gamescom, wo dieses Let's Play halt nun mal startet, kommt's erstmal nur alle 2 Tage, aber nach der Gamescom dann täglich um 19 Uhr hier auf diesem Kanal bei mir auf YouTube. So, wir haben die Fäuste... Alter, wir haben die Fäuste geballt, sind bereit für die Action. Wir können ja mal so ein bisschen hier rumlaufen, ein bisschen rumschnüffeln. Ich hoffe und bete zu Gott, dass Fallout New Vegas sich mit Windows 8 so ein bisschen, ja, verträgt und wir das hier ganz normal aufnehmen können. Am besten wäre mit DxTory, das ist am einfachsten für mich. Und, naja, schauen wir einfach mal, was draus wird. Hallöchen, lieber Goodspring-Siedler. Howdy. Was? Doc Mitchell weiß wirklich, was er tut, nicht wahr? Ja, das stimmt. Weißt du, was ich schön finde? Ich mag deinen Kaktus. Also interessiert ihn scheinbar relativ wenig, dass wir hier gerade seinen Kaktus geklaut haben. House in Good Springs, da gehen wir mal rein. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Telefon. Ein Briefbeschwerer. Hey, und ein Hammer. Eine Waffe haben wir leider noch nicht, aber einen Werkzeugkasten. Ich nehme da jetzt mal nichts mit. Wir wollen uns ja hier nicht gleich unbeliebt machen bei den Herrschaften. Ich hasse Kühlschränke und ich hasse Suppen. Mann, ich hasse Suppen. Scheißsuppen. Jetzt komme ich nicht mal ran, schade. Kühlschrank. Gut, wir nehmen zwar sonst nichts mit, aber Essen... Wir müssen essen. Wir müssen Essen mitnehmen. Ich kann da nichts für. Wir müssen ja überleben, ne? Und sowas wie ein... Ja, ich weiß nicht, so ein... Oh, Energiezellen. So ein bisschen Stimpack wäre natürlich noch nicht schlecht, aber man kann natürlich auch nicht alles haben. Wir verlassen dieses Gebäude, denn sonst bekomme ich hier noch irgendwie... Irgendwelche Diebstahlanfälle oder so. Da gibt es auch irgendwie eine bestimmte Beschreibung, ne, wie man das nennt. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Ja, da haben wir auch wieder nette Sachen. Wenn wir gegen das Fenster klopfen und mal Hallo sagen. Moin, 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 liebe Männer und liebe Bewohner von Good Springs. Ich bin hier, ich bin der Neue. Und ich glaube, bevor wir jetzt gleich da hinten... Was haben wir denn hier? Halt, eine Kiste. Sunset Sarsaparilla. Klingt irgendwie geil. Ist was zu trinken, nehmen wir mit. Natürlich gibt es auch hier wieder die allseits bekannte Luca-Cola, ist ja klar. Mann, hallo, das ist ein Fallout-Spiel. Was ist denn das? Hey, oh, Alter, wie geil. Wie geil ist das denn? Hör auf. Ich komme mir ja schon selbst blöd vor. Prospector's Saloon. Da müssen wir auf jeden Fall dann rein gleich. Hier haben wir eine Werkbank. Das heißt, wir können jetzt auch verschiedene Dinge craften. Elektroakku, Maximalladung, Kronkorkenmine. Also jede Menge... Oh, Super Stimpack, Alter. Plus TP 404, alter Schwede. Was braucht man denn da? Eine Nuka-Cola, Ledergürtel und Fallobst. Und eine Wissenschaft von 90, alles klar. Das dauert wohl noch ein bisschen, aber cool, dass man jetzt auch craften kann. Finde ich cool. Ach, und hier kann man auch... Ach krass, hier kann man auch Dingens machen. Munition. Das heißt, die kann man jetzt auch selbst herstellen. Ich glaube, das ging bei Fallout 3 auch schon, oder? Ich weiß es ja nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es. Geil, Motorräder. Wie cool das hier auch aussieht einfach. Wie cool das hier auch einfach aussieht. Ein bisschen belebter als bei Fallout 3, aber immer noch nicht viel, viel einladender. Und ich würde einfach mal sagen, das war die erste Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei dem, bei dieser Fragerunde mit Dr. Mitchell am Anfang vielleicht etwas anders gemacht hättet. Ansonsten gerne ein paar Tipps in die Kommentare, wenn ihr vorab schon irgendwie sagen könnt, hey Tobi, orientier dich da dran, denk da dran, mach das hier, mach jenes. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten verbleibe ich noch mit schönen Grüßen. Wir hören uns gleich noch im brandneuen Endscreen. Und ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, haut rein. Ja, da sind wir also jetzt in der Welt von Fallout New Vegas, in Vegas quasi. Man sieht das schon so ein bisschen an den Farben. Es ist alles ein bisschen weicher, alles ein bisschen intensiver, glaube ich so. Also, was heißt glaube ich? Das ist so mein Eindruck, alles so ein bisschen farbenfroher. Aber ich glaube, nicht minder gefährlich als in der grauen Welt von Fallout 3. Und nochmal ein kleines Sorry an alle, die sich jetzt auf Fallout 3 gefreut haben. Und das wirkt auch für mich immer so ein bisschen blöd, wenn halt ein Spiel nicht komplett fertig gespielt ist. Aber gut, da konnte ich in dem Fall leider nichts für. Das ist halt jetzt irgendwie blöd gelaufen. Aber jetzt wenigstens nochmal Fallout New Vegas. Drückt mir die Daumen, dass es läuft. Dann haben wir hier ein wunderschönes Let's Play. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.